Hallo und herzlich willkommen zu Finance TV. Corona belastet die Wirtschaft und viele Unternehmen sparen jetzt, wo sie nur können. Was bedeutet das für die Jobperspektiven und für die Gehälter von Mitarbeitern in Finanzabteilungen? Das frage ich heute Johannes Becker. Er ist Managing Director bei der Personalberatung Hays. Herr Becker, schön, dass Sie sich hier heute virtuell eingeschaltet haben. Ja, viele Menschen bangen ja jetzt um ihre Jobs. Für manche ist Kurzarbeit schon an der Tagesordnung. Wie sieht es denn bei den Finanzexperten aus? Wie sind da die Jobperspektiven momentan? Ja, ich glaube, Finanzer sind immer eine gefragte Spezies und insbesondere in der Krisensituation ist natürlich die Kompetenz der Finanzer besonders gefragt. Ja, wenn es um das Liquiditätsmanagement geht, ja, wo es aber auch um insbesondere im Controlling geht, um Kosteneinsparpotenziale zu identifizieren, um Szenarien zu rechnen, um auch gegebenenfalls einen vernünftigen Forecast auf die Reihe zu bekommen und rollierende Forecasts zu erstellen. So, was wir generell sehen, ist, dass es natürlich in den Branchen, die besonders gut durch die Krise kommt, ist die Nachfrage weiterhin stabil und auch die Perspektiven sehr gut. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Branchen, die es jetzt richtig schwer haben in der Krise. Da überlegt man sich natürlich dann zweimal das CFO, ob ich Positionen nachbesetze, ob ich das auf andere Schultern verteile, wo wir schon sehen, dass die Nachfrage da sehr verhalten ist. Was wir generell sehen, ist, dass in dieser Krisensituation schon dieser Digitalisierung und dieser Automatisierungsboost nochmal an Beschleunigung gewinnt. Und das macht sich schon bemerkbar, auch insbesondere in den Jobrollen, die eher von einfacher Natur sind, ja, wo die Nachfrage tendenziell schon eher zurückgeht. Und das wird wahrscheinlich auch ein mittelfristig bis langfristiger Trend sein, dass insbesondere eben bei diesen leichten Rollen in die Finanzabteilung, aber auch in der Rechnungsprüfung, dass die Nachfrage eher zurückgehen wird. Lassen Sie uns jetzt mal von den Jobperspektiven weggehen und auf die Gehälter schauen. Wie ist da die Gehaltsentwicklung in der Finanzabteilung wegen Corona? Also generell ist die Gehaltsentwicklung recht stabil, das kann man schon sagen. Ja, auf der einen Seite sehen wir natürlich die Branchen, wo es gut funktioniert, die gut durch die Krise kommen. Ich glaube, da sind die Entwicklungen ganz normal wie vor der Krise auch. Auf der anderen Seite natürlich die Unternehmen, die jetzt starke Einbußen haben, Umsatzeinbußen haben, Profiteinbußen haben, da wird natürlich der Spielraum für Gehaltserhöhungen eher relativ eng sein. Aber auch natürlich die Unternehmen, die vielleicht vor Corona, also vor März schon Gehaltserhöhungen ausgegeben haben, ja, da werden die wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde die Gehaltserhöhungen auch eher knapper ausfallen. Also das sind so die kurzfristigen Effekte, die wir sehen. Und wie nachhaltig sind diese Entwicklungen? Sie haben jetzt kurzfristige Effekte gesagt. Was glauben Sie, wie wird es 2021 sein mit den Gehältern? Gut, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich die Krise weiterentwickelt und wie lange Corona uns noch beschäftigen wird. Also generell denke ich, dass der Finanzbereich nach wie vor ein sehr hochattraktiver Bereich ist, auch in Zukunft ein hochattraktiver Bereich sein wird. Und ich sage mal, gute Leute zu bekommen, ja, das ist immer schwierig und der Fachkräftemangel, aber auch die demografische Entwicklung, die ist ja nicht vorbei. Also die geht ja weiter. Von daher sehe ich da weiter sehr gute Perspektiven. Welche Fähigkeiten sind jetzt in der Krise vielleicht besonders gefragt, jetzt mal außerhalb von dem fachlichen Know-how, was Finanzer ja mitbringen? Ja gut, neben im Finanzbereich ist natürlich die Fachexpertise natürlich extrem wichtig. Aber was wir schon sehen, ist, dass die insbesondere im Management, dass die Leadership-Kompetenz, die Führungskompetenz immer wichtiger wird. Ja, und insbesondere in Situationen, ich sag mal, wo Unsicherheit vorherrscht, wo auch Sorgen vorherrschen, ist natürlich die Kommunikationsfähigkeit, ja, das Abholen der Mitarbeiter, denen Vertrauen zu schenken und ein Stück weit empathisch zu reagieren, natürlich besonders wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch wichtig, gute Entscheidungen zu treffen, ja, und gute Entscheidungen ist mal vorzubereiten, mit allen Chancen und Risiken, die bewusst zu treffen, auch wenn es unpopuläre Entscheidungen sind, was natürlich in so einer Krisensituation natürlich vorkommen kann und auch muss. Aber ich glaube, diese Entscheidung gut zu erklären und keine Schnellschüsse zu tun, ich glaube, das ist besonders wichtig gerade. Wie sieht es denn jetzt mit einem Jobwechsel aus? Ist das jetzt eine gute Idee oder lieber nicht? Okay, ich glaube, das hängt ganz, ganz individuell von der jeweiligen Situation ab, in der ich mich gerade befinde. Ich glaube, wenn ich schon längere Zeit darüber nachgedacht habe, einen Job zu wechseln und ich vielleicht keine Weiterentwicklungsperspektiven sehe oder vielleicht mich im Umfeld gerade nicht so richtig wohlfühle
und ein Angebot habe von einem spannenden Unternehmen, wo ich Entwicklungsperspektiven sehe, dann spricht da überhaupt nichts gegen, auch den Job zu wechseln. Auf der anderen Seite, das ist auch mein persönliches Empfinden, wenn ein Unternehmen in der schwierigen Situation ist, ich glaube, dann ist es jetzt vielleicht auch wichtig, mal über den Tellerrand hinaus zu denken, auch durchzuhalten, Durchhaltevermögen zu zeigen, ja, und richtig Gas zu geben, um dem Unternehmen auch zu helfen, wieder aus der Krise rauszukommen. Aber letztendlich ist das natürlich immer eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Und vom Grundsatz kann ich nur raten, sich die Entscheidung wirklich sehr wohl zu überlegen, eine sorgfältige Due Diligence zu machen, alle Risiken und Chancen abzuwägen und dann zu entscheiden. Kommen wir einmal weg von Corona. Es gibt ja auch noch andere Themen. Wir haben in den letzten Jahren oft über die Digitalisierung gesprochen, wie sie den Finanzbereich verändert. Sie haben stets betont, dass es wichtig ist, sich weiterzubilden, um sein Profil attraktiv zu halten. Wie ist das denn inzwischen? Haben viele Mitarbeiter schon umgedacht oder gibt es da immer noch Berührungsängste mit digitalen Themen? Ich glaube, vom Grundsatz her ist natürlich das Umdenken total da, weil wir einfach sehen, dass die Komplexität und auch der Druck, Veränderungen zu treiben und zu digitalisieren, einfach tagtäglich natürlich vorhanden ist. Was wir sehen, ist, dass die jungen Leute, die aus der Uni kommen, die gut ausgebildet sind, die kommen in die Unternehmen rein und die haben auch wirklich, die haben einfach Lust, mit digitalen Tools zu arbeiten. So, auf der anderen Seite haben wir natürlich Kollegen, die vielleicht noch nicht mit den ganzen Tools so aufgewachsen sind, die ein bisschen schwerer da tun, aber die auch richtig Lust haben, Sachen zu verändern. Und die nehmen Ausbildungsangebote, auch externe Ausbildungsangebote wahr, aber das sind auch diejenigen, die die Hand heben und Lust haben, auf Projekten mitzuarbeiten, sich reinzudenken und Themen zu verändern. Und das sind meistens auch diejenigen, die natürlich auch einen Boost sehen, um ihre Karriere weiterzuentwickeln und positiv zu gestalten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Kollegen, die vielleicht keine großen Karriereambitionen haben, die eher Berührungsängste nach wie vor haben und die tun sich natürlich schwer und das sind natürlich auch diejenigen, die vielleicht einfach in Zukunft abgehängt werden. Welche digitalen Kenntnisse sind denn jetzt besonders gefragt? Ich glaube, vom Grundsatz her kann man sagen, dass man erstmal in seinem jeweiligen eigenen Bereich die Systeme verstehen sollte und natürlich auch eine unglaublich gute Toolkenntnis haben sollte, mit den Themen umzugehen, die einem zur Verfügung stehen. So, und darüber hinaus ist es natürlich wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man Dinge automatisieren, wie kann man Themen digitalisieren, in Prozessen zu denken, um letztendlich seine eigene Produktivität, aber auch vielleicht die Produktivität einer gesamten Finanzabteilung zu verbessern. Und ich sag mal, neben Kenntnissen von BI oder ERP-Systemen oder Themen wie E-Invoicing, das sind natürlich die aktuellen Themen, die Finanzabteilung umtreiben. Und wenn man da natürlich Kenntnisse hat, neben vielen anderen Dingen, ja, dann ist das natürlich absolut von Vorteil. Ja, Herr Becker, danke Ihnen schon mal bis hierhin. Ich habe auch für Sie unsere drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Ein Wort reicht in der Regel. Die erste Frage, eine Entweder-Oder-Frage. Wie sollen Finanzexperten mit der unsicheren Situation jetzt umgehen? Entweder noch um Gehaltserhöhung pokern oder lieber stillhalten? Stillhalten. Die zweite Frage, die Nachfrage nach Finanzexperten war ja dieses Jahr kurzzeitig abgesagt. War das nur eine kurze Delle oder droht das wieder, wenn Lockdowns kommen? Es droht wieder. Und die dritte Frage, was ist Ihr wichtigster Tipp für Finanzer, damit Sie mit Ihrem Job jetzt gut durch die Krise kommen? Arm hochkrempeln und den Unternehmen wirklich zu helfen, gemeinsam eben die Krise durchzustehen und auch Mut zu haben, ich sag mal, das gemeinsam zu schaffen. Ja. Ja, Herr Becker, danke Ihnen für Ihre Einschätzung, für Ihre Tipps. Und wenn Sie wissen möchten, wie viel ein CFO, ein Treasurer, ein Controller oder ein Buchhalter und so weiter verdient, dann schauen Sie doch mal in unseren Gehaltsreport rein, den Finance gemeinsam mit Hays erstellt hat. Der Report ist heute erschienen. Sie finden ihn auf www.finance-magazin.de. Und beim nächsten Mal melden wir uns bei Finance TV mit unserem alljährlichen Talk zur Structured Finance, diesmal in einem etwas anderen Setting. Schauen Sie gerne rein. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund.